Fuck, fuck, fuck. Der Wirbelsturm ist hier, Leute. Der Wirbelsturm ist hier. Jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und mich hat's leider letztens erwischt, ja, Mandelentzündung und so. Und ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen kam letzte Woche kein Video. Aber jetzt versuche ich's wieder, ne? Und zwar Battlefield 2042 Season 2. Ja, denn das erste Video hat euch sehr gefallen und jetzt geht's direkt weiter. Und ich kann euch sagen, das Spiel ist noch besser geworden. Und bevor wir anfangen, Leute, könnt mir natürlich gerne auf dem Weg zu den 1000 Abos helfen. Genau, dadurch auch ein bisschen Gesundheit spendieren. Let's go. So, ihr seht auch hier, wir haben auch einen neuen Spezialisten, nämlich Andrew Tate persönlich. Ihr sichert mich und ich euch. Andrew Tate persönlich. Ja, nachdem er überall gebannt wurde, lebt er jetzt im Battlefield weiter. Ja, perfekt. Kein Tank erwischen wir. Aber ja gut, ich nehme mir mal diesen komischen Heli. So, und ihr seht schon, der Mittelpunkt der Map ist dieses große Containerschiff. Und das ist eben extrem geil, weil drin habt ihr sozusagen Close Quarter Combat und draußen halt Classic Battlefield Combat. So, Leute, jetzt haben wir hier dieses komische Ding. Und ich werde gleich meine ganzen Kollegen opfern, indem ich auf das Schiff zusteuere und rausspringe. Ich glaube, die sind alle tot. Juckt mich auch nicht. Okay, erster Kill mit der neuen AM. Ne, wirklich, die ist echt rasch. So, Schockgranate rein. Ich spiele jetzt auch immer mit C5, weil vor allem auf dieser Map kann man damit sehr viel anstellen. Yep. Macht immer viel Spaß. Und diese, ja, die neue Zweitwaffe ist sozusagen einfach mega gut auf Close Range, ne? In dem Fall jetzt nicht, aber eigentlich schon. Wenn wir jetzt schon bei Andrew Tate sind, der kann hier so eine Minigun platzieren. Und die, danke. Nein, die haben sie kaputt gemacht. Okay, die kommen. Schnell. Okay, ihr seht, Close Range. Hallo? Close Range, jawohl. Ah, schaut euch das an, ne? Wirklich wunderschön. Da könnte uns Andrew Tates Minigun sehr helfen, aber die Gun ist eben auch gut. Okay, so Leute, jetzt springen wir ins Schiff rein. Leute, schaut jetzt hier. Okay, das war knapp vorbei. Da ist einer. Nice. Aber Leute, es läuft echt. Es läuft sehr gut. Yeah. Ich glaube, da ist niemand. Na dann gehen wir rein. Leute, der hat es wenigstens versucht. Man kann hier, ne? Hier sogar dynamisches Element, ja, diese Container, die fahren hin und her. Scheiße. Fahren hin und her und da kann man auch rein und sich verstecken. Gut, hier drin scheinen aber auch nicht viele zu sein. Die kommen jetzt alle von draußen, ne? So, erstmal hier. Flashbang, CSGO-Style. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlauf. Da unten ist einer. Hallo? Ich weiß nicht, das ist irgendwie die einzige Map in diesem Spiel, die ist, ich weiß nicht, die ist es würdig, dass man ein ganzes Video nur über diese Map macht. Mhm. Meine Skills sind es würdig, dass ihr einmal auf den Abo-Button drückt. So, jetzt kriegen sie C5. Da ist einer. Oh ja, okay, die Vector ist ziemlich krass tatsächlich. Und jetzt kriegen sie noch eine Minigun hinterher. Boom. Wegrennen. Da liegt einer. Moment. Yep. Nein, das Magazin ist zu klein. Oh, ist immer so ein bisschen so. Ne? Kein Fluss. Wir müssen noch ein paar wiederbeleben hier. Andrew Tate ist ja, sind ja hier am Start für die Allgemeinheit. Okay, das war ein Mate, ups. Oh Gott, wo kam der jetzt her? Bro, nein!
Leute, wisst ihr was? Ich tue das Untubare. Die haben es nicht anders verdient. Okay, ja, ich habe mich zwar selber umgebracht, aber noch einen mitgenommen. Neulich war ja auch nein. Ja gut, nee, das geht zu weit. Ich dachte, aber warte, hier kann man eigentlich. Ha, lol. Kann man einfach auch entspannt C5 runterwerfen und noch ein paar Kills abstauben. Die haben es leider geschafft. Ah, schade. Das hätte noch ein krasser Streak werden können. Aber immerhin haben wir noch einen erwischt am Ende. 41 Kills. Ist okay für die erste Runde heute. Auf zur nächsten. So Leute, nächste Runde. Diesmal sind wir russisch und obwohl es keinen Sinn macht, benutze ich jetzt die M16, denn ist extrem geil. Und die Glock, die habe ich euch auch noch nicht gezeigt aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich hier, ne? Ja, 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 nein, 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 Hilfe. So, Glock ist richtig geil. Nein, nein, ja. Okay, zwei Beinen und Ding-Optik. Vielleicht. Scheiße, das Ding ist ganz gefährlich. Das ist ein neues Fahrzeug. Ja, ich schau mal, dass ich hier was reißen kann. Kann ich. Da ist noch einer. Du bist blind. Vielen Dank dafür. Oh doch. Scheiße. Oh shit, da sind sehr viele. Wir bewegen uns nochmal, weil nie zu lange, Leute, in Battlefield. Wenn ihr da viele Kills machen wollt, nie zu lange an einem Ort bleiben. Nein! Übrigens, letztes Mal hat einer einen Kommentar geschrieben, irgendwie nices Video oder so, nices Gameplay, bis auf die Tatsache, dass du AirPods anhast. Und, na gut. Wenn ihr den Grund sehen wollt, warum ich AirPods anhab, dann schaut euch mein AirPods Review an. Na gut, noch ein Grund ist halt, dass ich mich hören kann. Ja, wenn ich meine Over-Ear anhab, dann höre ich mich halt einfach nicht. So einfach ist das so. Ja, hallo. Deswegen benutze ich die. Grüß Gott. Irgendwas explodiert, ich weiß nicht was. Wow! Was war das denn, Alter? War das so eine kleine Drohne irgendwie? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht. Da unten ist einer, Leute, Moment. Ja, schon tot. Ha! Nein! Nein! Oh. Was könnte man sonst noch für eine Waffe nehmen? Ja, die ist auch ganz nett. Das ist so Red Dead-Style. Irgendwo ist einer, Leute. Ha! Revolver schlägt zurück. Damn straight. Oh. Komm, Bruder. Yo! Okay, Headshot. Da. Ja! Okay, das war nice. Shit. Kriegt noch ein C5. Boom. Verdient. Okay. Nein. Nein. Oh Mann, ey. Ha, hab dich. So, bitteschön. Wir werfen. Oh ne, da sind noch mehr, ne? Schön blöd. Ui, aber der Mate. Oh, das ist ein guter Mate. Der hat uns schön geholfen, genau. Den ein kleines Geschenk geben. Und jetzt gehen wir rein, Leute. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Naja, weniger. Nope. Ja. Hallo? Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich hier machen soll, aber vielleicht können wir mal ein bisschen campen oder so, oder? Was haltet ihr davon?
Perfekt. Ha, got him. Da. Hab dich. Kek. Zack. Oh, shit, Leute. Ha, okay, jetzt nehmen wir uns mal die MG. Ein bisschen ausprobieren, ne? Okay. Hilfe. Oh Gott. Ah. Oh je. Yeah. So, jetzt erwischen wir ein paar hier, die es verdient haben. Ja. Oh, shit. Triple Kill. Ja, ja, Leute. Ich hab den Tank. Was passiert eigentlich, wenn ich in den Wirbelsturm reinfahre mit dem Panzer? Oh oh. Oh shit. Oh fuck. Scheiße, der ist fast kaputt. Da ist einer. Hier sind einige. Got him. Punkt B, der ist nämlich ganz nah am Spawn von den Gegnern. Und da ist ein Wirbelsturm. Holy shit, sieht das krass aus. Okay, Rakete hat uns getroffen. Panzer, gegnerischer. Aber Killstreak. Fuck, 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 fuck. Der Wirbelsturm ist hier, Leute. Der Wirbelsturm ist da. Okay. Das war enttäuschend. Andrew Tate schlägt zurück. Gut. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Mittlerweile, ich weiß nicht, war das nicht spät, deswegen. Wie gesagt, ich muss es ja auch schneiden, ihr wisst Bescheid. Der Schnitt ist ja immer nochmal ein ganz anderes Kaliber, deswegen. Hoffentlich kommt da was Nices bei rum. Hoffentlich hat es euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung zu Season 2 in die Kommentare. Wollt ihr euch das Spiel jetzt vielleicht holen? Wie gesagt, 20 Euro. Also, man kriegt es überall für Rabatt eigentlich. Also, ich würde es empfehlen. Und ja. 1000 Abos, Like da lassen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.